So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Webinar IEC 61850 Functional Testing Prüfansätze und ihre Anwendung vom Herrn Thomas Schossig von Omicron Electronics GmbH. Herr Schossig, stellen wir jetzt kurz vor. Schönen guten Tag, Herr Schossig. Guten Tag. Ja, Herr Schossig ist stellvertretender Vorsitzender vom Arbeitskreis 952.0.10 und stellvertretender Vorsitzender der Testinggruppe. Er ist außerdem Mitglied vom FNN-Experten-Netzwerk IEC 61850 und Autor zahlreicher nationaler und internationaler Veröffentlichungen zum Thema Prüfen in Anlagen mit der IEC 61850. Ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sebastian Kostas. Ich bin der Referent für den Bereich Energie in der DKE und der heutige Moderator. Und ja, was bleibt mir noch? Ja, ich darf an Herrn Schossig übergeben und freue mich auf ein spannendes Seminar. Herr Schossig, ich übergebe Ihnen jetzt gleich die Steuerung. Also jetzt auch einen schönen guten Nachmittag von mir. Mit einem Blick auf sonnige, schneebedeckte Berge, mit vielen Grüßen aus Vorarlberg. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dem Seminar zum Thema IEC 61850 Functional Testing, Prüfansätze und ihre Anwendung. Wir haben uns gefreut über das große Interesse und entsprechend werden wir jetzt versuchen, in der nächsten halben Stunde das ganze Thema mit Ihnen zu bearbeiten. Es ist natürlich relativ umfangreich. Das Dokument, was dabei entstanden ist, ist umfangreich. Das Thema IEC 61850 ist sehr umfangreich und das Thema Testing nochmal dazu. Aber wir werden versuchen, das jetzt in der nächsten halben Stunde dann mit Ihnen gemeinsam zu gestalten und so, dass jeder entsprechend hier sehr viel dabei mit für sich mitnehmen kann. Wie soll das Ganze ablaufen? Also eine kurze Einleitung in das Thema 61850, dann was bedeutet überhaupt Functional Testing, dann der gewünschte Blick in die Norm, wie sind die Möglichkeiten, die wir haben in der Norm, was beschreibt der Standard an Testmöglichkeiten und wenn Sie das dann gesehen haben, wird Ihnen auch klar sein, warum es gut war, da mal darüber zu reden. Wir haben das also bei der Arbeitsgruppe Testing beim 10er Arbeitskreis vom DKE gemacht. Also die Spiegelgruppe von der WG10, der IEC 61850 und haben dabei ein Testing-Dokument erstellt, was ich Ihnen gerne nahebringen möchte. Sie sehen am Ende dann auch einen Link, wo Sie sich das runterladen können und Sie dort sich dann damit auch noch detailliert beschäftigen können, weil wir es in dieser halben Stunde natürlich nicht schaffen werden, durch das ganze Dokument entsprechend durchzugehen. Mit einem Ausblick über Prüflösungen werden wir die ganze Sache dann abschließen. Die IEC 61850, die Norm zur Kommunikation im Bereich Power Utility Automation, Kommunikation im Energieversorgungsbereich und darüber hinaus. Der Standard, wie erwähnt, sehr umfangreich. Hier nur noch mal ganz kurz als Einstieg, was macht die Norm? Die Norm beschreibt also einfach Möglichkeiten zur Kommunikation. Sie sehen also auf der rechten Seite dann ein reales Gerät in der Schaltanlage, was in die IEC 61850 Welt modelliert wird mit einem Datenmodell, mit logischen Knoten und Datenobjekten und Attributen, wie zum Beispiel jetzt hier der Leistungsschalter, ob er ein- oder ausgeschaltet ist. Auf dieses Datenmodell greifen dann Dienste zu, Dienste, die in der Norm detailliert beschrieben sind. Diese Dienste werden zuerst abstrakt beschrieben, also generell. Wie funktioniert also zum Beispiel das Steuern eines Leistungsschalters mit eines Dienstes namens Control? Wie wird diese Änderung der Stellungsmeldung auch nach einer Schutzauslösung übertragen mit einem Dienst namens Report? Und so weiter und so fort. Das ist also dort erstmal abstrakt beschrieben in dem Teil 7.2. Und im nächsten Schritt machen wir uns dann Gedanken, wie das Ganze mit einer realen Kommunikationstechnologie geschehen soll. Diese Kommunikationstechnologie ist in Teil 8 beschrieben. Da gibt es aktuell einen Teil 8.1, der das Specific Communication Service Mapping beschreibt mit Unternutzung von Ethernet. Ethernet-Technologie, die ja den meisten auch vertraut ist. Es gibt einen Teil 8.2, der aktuell gerade in der Finalisierung ist, der das Ganze dann über Web-Services beschreibt. Die Idee ist, das Ganze also dann zukunftssicher zu machen. Eine andere Kommunikationstechnologie wird also nur zu einer neuen linken Seite führen, während hingegen die Leistungsschalter sicherlich auch in den nächsten Jahren noch so bleiben und der auch in Zukunft ein- und ausgeschaltet wird. Das ist also mal so dieser Grundansatz, für die meisten sicherlich zur Wiederholung. Für die anderen hoffe ich, damit geholfen zu haben. Und jetzt wollen wir uns einen kurzen Blick in die Dienste reinwerfen, einfach weil das wichtig ist zum Verständnis auch
der Prüfansätze, die wir gemacht haben. Es gibt also diese abstrakten Dienste, die ich Ihnen erwähnt habe. Und da gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die hier auftauchen. Das sind also einmal die sogenannten Client-Server-Dienste, Services, die also die Kommunikation beschreiben zwischen einem Client, was in dem Fall die Leittechnik ist, oder wir werden auch sehen, wer der Client dann noch sein kann, und der Server. Der Server ist also dann das Schutzgerät, das IED, das Intelligent Electronic Device, das Daten aussenden kann. Das ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die realisiert wird. Dieses wird angewandt, eben um auch Sicherheit zu erreichen. Diese Punkt-zu-Punkt- oder Two-Party-Application-Association wird also entsprechend für Kontroll, Steuerung verwendet, wie auch für die bereits erwähnten Reports, um die Informationen zur Leittechnik zu übertragen. Wir haben da genug Zeit, deswegen können wir uns dann eben die Sicherheit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung entsprechend geben. Das ist also das auf der linken Seite, die Leittechnik-Kommunikation, die es auch schon bei anderen Protokollen gab. Auf der anderen Seite sehen wir die sogenannten Echtzeitdienste auf der rechten Seite. Die beschreiben also die zeitkritische Kommunikation zum schnellen Datenaustausch zwischen den IEDs direkt, zwischen verschiedenen Schutzgeräten zum Beispiel oder Re-Controllern, Feldleitgeräten, was auch immer. Die kommunizieren über die sogenannte GOOSE miteinander, Generic Object Oriented Substation Event. Es passiert also was in einem Gerät und wird übertragen. Das Ganze soll sehr schnell gehen, weil das auch für Schutzanwendungen eben entsprechend zur Anwendung kommen soll. Deswegen haben wir dort nicht die Zeit, die wir für die kleinen Server-Kommunikation haben. Wir wenden entsprechend dafür Multicast-Dienste an. Also einer schickt es raus, das Schutzgerät schickt es an viele weg, an sogenannte, also an alle Geräte, die dort in diesem Multicast Mitglied sind. Das sind, wenn nichts anderes konfiguriert sind, erstmal alle. Jeder bekommt erst diese Information und das macht das Prüfen auch entsprechend einfacher. Das sind also die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten. Hier taucht auch das Stichwort Sampled Values mit auf, was für die meisten von Ihnen sicherlich in der Praxis noch nicht das große Thema ist, also die Übertragung von Wandlerdaten als Multicast über Netzwerke. Wir haben uns bei unserer Arbeit versucht, das Ganze universell zu beschreiben, also sowohl für Anlagen mit dem sogenannten Prozessbus als auch ohne, um auch was für die Zukunft zu tun. Man kann das Ganze aber auch in Anlagen natürlich anwenden, wo nur Client-Server-Kommunikation zur Anwendung kommt und vielleicht noch Schutzmeldungen über GOOSE mit übertragen werden oder auch Verriegelungsmeldungen, was eigentlich heute der Standard ist bei den Anlagen. Also von daher ist unser Ansatz universell und die entsprechenden Dienste kommen hier zur Anwendung. So, das soll es also mal zum Thema Grundlagen gewesen sein. Jetzt werden wir uns tiefer beschäftigen, nochmal in die Norm ein bisschen abtauchen. Die Norm, die meisten werden es wissen, ist sehr umfangreich, sind also mehrere tausend Seiten, die hier sind, in 10 großen Teilen aufgeteilt in Unterteile, die wir uns natürlich nicht alle beschäftigen werden. Wir wollen heute über das Thema Testen reden und jetzt werden die meisten sehen, dass da auf der rechten Seite ein Teil 10 auftaucht, der also wirklich die Überschrift Testing hat oder Testen. Das ist aber das sogenannte Conformance-Testing, was also von akkreditierten Zertifizierungsinstituten dann eben gemacht wird, die also von der Users-Group entsprechend zertifiziert sind. Da gibt es mehrere, die diese Dienstleistung anbieten für die Hersteller und die dann eben entsprechend die Testdokumente ausstellen, wo dann steht, has not shown to be non-compliant to, wo also einfach getestet wird, ob die Geräte so kommunizieren, wie es im Standard beschrieben ist, mit sehr vielen Testfällen. Die Geräte, die wir hier testen wollen, die Schutzgeräte, die Feldleitgeräte, werden als konformant betrachtet und entsprechend werden wir das Conformance-Testing hier jetzt mal außen vor lassen. Die Geräte kommunizieren also konform zum Standard. Wir sind bei unserer Arbeit von der Edition 2 des Standards ausgegangen, bei der einfach diese Testing-Möglichkeiten noch detaillierter beschreibt und da eben Möglichkeiten eröffnet, die mit der Edition 1 noch nicht vorhanden gewesen sind und eben entsprechend dann auch in Zukunft da zur Anwendung kommen sollen. So, das also die normativen Grundlagen und jetzt gucken wir mal in die Praxis. Wie sieht also das sogenannte Functional Testing, was funktionsorientierte Testen aus? Wir haben also jetzt hier unseren Kommunikationsstandard, wo also jetzt diese Ethernet-Kabel sind und sind natürlich doch im Herzen und in Gedanken immer noch in der guten alten Welt, wo es Prüfstecker gibt, verschiedene Ausführungen oder auch keine Prüfstecker, wo direkt auf die Klemme dann jeweils die Analogsignale draufgegeben werden und dann eben entsprechend getestet wird, wie die Schutzgeräte zum Beispiel ihre Auslösungen und Anregungen übertragen. Nun haben wir jetzt natürlich
die Variante, dass wir hier jetzt einen Kommunikationsstandard haben, der also nicht einfach mir ermöglicht, da jetzt hier so einen Prüfstecker reinzustecken, beziehungsweise auch einfach jetzt hier mal so ein Kabel rauszuziehen, weil dann eben zum Beispiel diese Multicast-Kommunikation mit Goose und Sampled Values auf einmal nicht mehr funktionieren würde und dann zum Beispiel eine Verriegelung in Blockade gehen würde, eine rückwärtige Verriegelung, entsprechend ihren Dienst einstellen und natürlich, wenn Sampled Values da sind, dann auch die Wandlerdaten nicht mehr übertragen werden. Von daher ist dieses Rausziehen keine Lösung und der Standard versucht jetzt eben dann Möglichkeiten zu beschreiben, wie eben dieses Testen dann eben mit Mitteln der Norm geschehen kann. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das in der Norm ist. Es taucht also dort eine Beschreibung eines sogenannten Modes und Behavior auf. Das haben die meisten irgendwie im Kopf, auch aus guten alten 103er-Zeiten. Hey, da gab es doch mal sowas wie einen Testmode und gibt es sowas jetzt nicht hier auch in der 61850? Ja, es gibt es. Einen Mode, der Test heißt. Sie sehen hier die Liste von den Modes, die in den Standard definiert sind. Und bei IEC 61850 sind also die Dinge immer mal ein bisschen komplizierter als im Rest der Welt, beziehungsweise vielfältiger. Es gibt also nicht nur hier diesen Testmodus, sondern es gibt noch vier andere, die denn da heißen On, Blocked, Test, Test, Blocked und Off. Es sind also fünf verschiedene Varianten, die hier auftauchen. Und jetzt wird die Frage sein, wozu kann ich das gebrauchen? Das wird also angewandt dann auf Ebene der logischen Knoten oder auf Ebene der logischen Geräte. Wenn wir uns das also jetzt mal anhand eines kleinen Beispielmodellierung angucken, eines Schutzgerätes, also eines Distanzschutzgerätes. Dieses Gerät besteht eben aus den erwähnten logischen Knoten. Sie sehen hier die PDS1, PDS2, die verkörpern also zum Beispiel die Z1 und die Z2-Stufe eines Distanzschutzes. Jeder bekommt seinen eigenen logischen Knoten mit Datenobjekten und Attributen wie Auslösung, Richtungserkennung und so weiter und so fort. Und es gibt dann eben auch noch einen Knoten PTRC, Protection Trip Conditioning, der eben die Generalanlegung und Generalauslösung realisiert. Das sind also die Informationselemente, die in dem IED vorhanden sind. Es sind natürlich noch viel mehr, aber wir wollen jetzt uns einfach die anschauen. Und jetzt bietet mir die Norm eben entsprechend die Möglichkeiten, hier jetzt einzelne Funktionen in den Testmodus zu versetzen. Ich könnte also jetzt mal unabhängig von praktischen Überlegungen jetzt wirklich dann einfach sagen, okay, ich setze jetzt nur einfach mal die erste Stufe des Distanzschutzes in den Testmodus und fahre mit dem anderen noch eine Reserveschutzfunktionalität oder was auch immer weiter. Das ist also von der Norm her möglich. Ob es gemacht werden soll, werden wir dann später noch diskutieren. Es gibt also diesen Testmodus, den ich anwenden kann. Was passiert dann in dem Moment, wenn ich jetzt also das Ganze in den Testmodus setze? Ein Report, der jetzt ausgesendet wird, dann eben zur Leittechnik, hat dann eben entsprechend diese Qualitätsinformation Test und wurde dann entsprechend, könnte er dann von der Leittechnik verworfen werden, um mir dann eben nicht mein Stationsleitsystem oder ein übergeordnetes Leitsystem zuzumüllen mit Meldungen, die bei der Schutzprüfung jetzt hier entstehen. Das ist also die Idee dieses Testmodus. Das kann ich also machen für den einzelnen logischen Knoten. So könnte ich jetzt also auch machen für ein PDS2. Oder aber ich nehme eben jetzt das Logical Device vor. Das Logical Device kann je nach Hersteller, je nach Implementierung eben jetzt ein gesamtes Schutzgerät sein, wo alle Schutzfunktionen drin sind oder auch bei moderneren Implementierungen die einzelne Schutzfunktion, eine UMZ-Funktion, eine Schutzfunktion, setze die also entsprechend auf Test. Und dann wird das Ganze vererbt in die untergeordneten Elemente in der Modellierung. Es wurden also dann auch die anderen dort modellierten Elemente, wie die zweite Stufe des Distanzschutzes und die Generalauslösung, auch entsprechend mit nachgezogen werden. Das ist also eine Vereinfachung, die eben dann mit diesem Behavior dann eben erreicht wird, dass es also ein resultierendes Verhalten gibt, je nachdem, was eben eingestellt ist. Von daher gibt es also dieses Mode und das Behavior. Das ist der erste Schritt, der gemacht werden kann. Und wir haben gesagt, gut, es gibt nicht nur den Testmodus, sondern es gibt auch noch einen Modus, der denn da heißt Test blockt. Wozu brauche ich das? Ja, ganz einfach, weil ich zum Beispiel vermeiden will, dass eben ein Leistungsschalter dann jetzt auslöst. Ich setze also entsprechend diese Funktionalität auf den Modus Test blockt und würde dann eben dafür sorgen, dass der Leistungsschalter in dem Moment nicht zur Auslösung kommt, wenn ich also jetzt hier entsprechend was auslöse. Entsprechend sind wir mit diesem Aufbau jetzt auch in der Lage, für Anlagen die Funktionalitäten von Prüfschaltern mit zu realisieren. Also ich speise jetzt hier in dem Fall, wie erwähnt, also jetzt wirklich auch noch Analogwerte ein mit 1 Ampere und 100 Volt zum Beispiel und kann dann meinen Distanzschutz zur Ausregung bringen.
Das würde jetzt also funktionieren. Wie erwähnt, geht das Ganze auch genauso, wenn ich jetzt mit Sampled Values und Goose arbeiten würde, was ja perspektivisch dann auch mit zur Anwendung kommen kann. So, wir haben das jetzt also soweit vorbereitet. Wie gesagt, der Standard bietet mir da einige Möglichkeiten. Aber es hat sich gezeigt, dass das eben doch noch nicht alles abdeckt. Deswegen kommt jetzt noch eine andere Geschichte mit ins Spiel. Und das ist eine sogenannte Simulationskennung, Simulation. Was bedeutet das? Ich bin also hier in der Lage, für das gesamte physikalische Gerät, also das Schutzgerät, das Kombigerät, das Sie, also wo Sie dran klopfen können und wo auch wirklich was passiert, ich kann das in einen Simulationsmodus setzen. Das bedeutet, dass das in dem Moment dann nicht mehr mit den realen Werten, die von einem anderen Schutzgerät oder von einer Merging Unit mit den Wandlerdaten kommt, da geht es ganz genauso für. Und ich dann jeweils unterscheiden kann, möchte ich also jetzt mit realen oder mit simulierten Werten arbeiten. Dadurch, dass diese Standardisierungsansatz nur für das gesamte physikalische Gerät, Sie sehen also hier LPHD, das bedeutet das physikalische Gerät, möglich ist, realisiert das praktisch die Funktionalität eines guten alten Prüfschalters, wo also wirklich bei manchen EVUs dann eben entsprechend umgeschaltet wurde, okay, jetzt möchte ich das machen, jetzt möchte ich prüfen. Und das kann also hier dann auch mit entsprechend nachgestellt werden. Das ist also auch noch eine weitere Kennung, die hier mit reingekommen ist von der Normung her. So, das waren jetzt also die Möglichkeiten. Und jetzt, nachdem sich gezeigt hat, okay, da gibt es eine ganze Menge, was in der Norm beschrieben ist, wurde eben diese Arbeitsgruppe Testing gegründet. Es hat sich eben einfach gezeigt, dass das Testing oder das Testen eben eins der Themen ist, die noch immer offen sind nach wie vor, die also auch die Anwender bewegen, weil die ganzen Sachen funktionieren ansonsten schon eigentlich jetzt sehr gut in der 61850, aber gerade dieser Praxischeck, was mache ich mit Anlagen, die in Betrieb sind, ist eben dann schon herausfordernd und deswegen wurde diese Gruppe gegründet vor einigen Jahren. Es war eben ganz wichtig, dann eben einfach zu überlegen, okay, wie testen wir aktuell, auch bei der Routineprüfung, also nicht nur bei der Inbetriebssetzung auf der grünen Wiese, sondern auch wirklich bei Anlagen, die in Betrieb sind. Und wie bringe ich das jetzt also alles in die Welt der IEC 61850 mit ein? Und deshalb war es für uns eben sehr wichtig, dass das Ganze eben jetzt nicht nur von Herstellern getrieben ist, was ja schon immer mal bei der 61850 auch passiert ist, wo in den Jahren, wo die EVUs sich mehr und mehr aus der Normung zurückgezogen haben und dann die Hersteller eben entsprechend da den Standard weiterentwickelt haben, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, aber es hat sich doch gezeigt, dass eben die Anforderungen der EVUs dann durchaus differenziert sein können davon und deshalb war es uns sehr wichtig in dieser Gruppe, da eben sowohl verschiedene EVUs wie auch Hersteller sowohl von Schutz- und Leittechnik als auch von Prüftechnik da zu vereinen und dann gemeinsam da diese Szenarien zu diskutieren. Das Ganze sollte dann natürlich auch dokumentiert werden, die Gedanken, die wir uns gemacht haben und das Werk, was da entstanden sind. Das Werk ist jetzt verfügbar, wir stellen es Ihnen hier heute vor und wir werden das jetzt eben auch der internationalen Normung zur Verfügung stellen. Jetzt praktisch gerade zeitgleich tagt jetzt in Genf die WG 10 von der IEC und da ist genau in dem Moment jetzt heute Nachmittag auch eine Session zum Thema Functional Testing, wo also auch dieses Dokument als Input auch mit berücksichtigt wird. Es gibt natürlich auch noch andere Sichten aus den anderen Teilen der Welt, aber wir haben es da auch geschafft, die deutsch sprechende Sicht der Dinge auch noch mit hier entsprechend einzubringen. So, wie war die Ausgangslage? Es reicht also nicht nur einfach, die Norm zu kennen. Ich habe Ihnen das gezeigt und Sie haben schon geahnt, dass das Ganze nicht so ganz so einfach ist. Wir müssen auch schauen, was passiert in dem Moment, wenn ich eben jetzt hier solche Umschaltungen mache in die entsprechenden Modi. Was ist die erwartende Reaktion und was ist eben der Abgleich mit dem, was eben dann wirklich dann eingespeist wird bei einem Test. Dass das Ganze nicht ganz ohne Einfluss bleibt mit dem auf Verfügbarkeit und Sicherheit von Energieversorgungsanlagen, sollte jedem jetzt klar sein. Weil ich natürlich, Sie haben es gesehen, im laufenden Betrieb hier zum Beispiel jetzt Ausgänge blockieren kann, umschalten kann, dass auf Simulationsergebnisse umgegriffen wird. Das hat also schon auch eine sicherheitsrelevante Funktionalität und wir sind eben jetzt nicht mehr vor einem Relais, sondern wir können eben mit vielen Relais gemeinsam jetzt reden und kommunizieren und deswegen erhöht das die Komplexität und das war uns auch allen sehr bewusst. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben also einfach geschaut, was sind die Anforderungen der Anwender, haben das zusammengetragen und haben das dann versucht zu übersetzen unter von dem, was ich Ihnen gezeigt habe, was sind die normativen Möglichkeiten, die wir haben, und haben das versucht zusammenzubringen. Es hat sich gezeigt, dass das Ganze dann ja beschrieben werden muss. Und nun gibt es verschiedene Varianten, wie man sowas beschreiben kann. Da taucht das Stichwort Use Cases auf, also Anwendungsfälle.
Wir haben uns dann geeinigt, eine UML-basierte Beschreibung uns rauszupicken und mit der dann zu arbeiten, und die möchte ich Ihnen dann entsprechend auch vorstellen. Daraus haben wir Testszenarien entwickelt, die also dann eben entsprechend in Form dieser Beschreibung dann auftauchen. Und dann eben einfach halt bedeutet dann eben entsprechend, das Testen beschreibt dann sowohl dann eben die Durchführung des Tests als auch die Validierung eines Tests, ob der eben entsprechend erfolgreich ist. Also das, was eben praktisch seit 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren bei der Prüfung gemacht wird, ich gebe was vor und erwarte mir was und vergleiche das miteinander. Das haben wir versucht hier in die neue Welt der IEC 61850 zu bringen, und das möchte ich Ihnen jetzt hier detaillierter vorstellen. Es hat sich gezeigt, dass eben die anwenderspezifischen Forderungen da eben verschieden sind, vollkommen überraschend, dass also unterschiedliche EVUs im Verteilnetz und im Übertragungsnetzbereich oder wo auch immer einfach auch unterschiedlich arbeiten, und wir haben versucht, das zusammenzutragen, uns da Gedanken zu machen. Dann ist natürlich, wie schon bereits erwähnt, es geht nicht nur darum, was passiert, wenn ich das Ganze erstmals in Betrieb nehme, sondern auch gerade das Stichwort Routineprüfung, Maintenance, Firmwarewechsel und was es da alles so für Nettigkeiten gibt, haben wir also hier versucht, dann gemeinsam zu beschreiben und uns darüber Gedanken zu machen, weil eben einfach das Stichwort Routineprüfung auch gerade im deutschsprachigen Bereich sehr wichtig ist und dann eben auch eins der Hauptsorgen ist, wie ist das Ganze jetzt mit der IEC 61850. So, das war also jetzt hier der Ausgangspunkt. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben uns also jetzt die Norm vorgenommen und haben damit sehr detailliert reingeschaut. Ich habe Ihnen das mal so in groben und Rissen, und ich zeige Ihnen jetzt mal hier aber ein weiteres Beispiel aus der Norm. Versuchen Sie gar nicht jetzt so genau in diesen Slide da reinzugucken und das Bild zu verstehen. Es sind also diese unterschiedlichen Mode und Behaviors, die ich Ihnen schon erwähnt habe, tauchen also hier noch einmal auf in einer Tabelle, die mehrmals überarbeitet worden ist, weil eben einfach sich gezeigt hat, dass ja das doch nicht so unkomplex ist und man sich schon immer mal überlegen muss, was soll denn passieren, wenn irgendwas im Testmodus ist, auf was soll reagiert werden, was soll abgewiesen werden, wie sind die Informationen, die rausgeschickt werden und so weiter und so fort. Das haben wir uns also wie in so einer Art Selbsthilfegruppe immer am Anfang unserer Meetings mal aufgeschaltet, im aktuellen Stand uns das verinnerlicht und haben daraus dann eben unsere Prüfszenarien entwickelt. Und ohne dieses Verständnis eben dieser Tabelle, die eben im Teil 7.4 im Appendix 2 dort enthalten ist, wäre eben diese Vorgehensweise gar nicht möglich gewesen. Deswegen wollte ich Ihnen das mal zeigen, auch so ein bisschen zur Abschreckung. Hier geht es jetzt uns dann eben darum, das zu übersetzen auf unser reales Gerät, wenn wir jetzt also ein Leistungsschaltgerät, Schutzgerät oder was auch immer haben. Was bedeutet das denn jetzt, diese Modes, Behaviors und diese Verknüpfung von der Simulationskennung eben entsprechend anzuwenden? Das haben wir eben getan, und das Ergebnis möchte ich Ihnen zeigen. Wir haben also einfach dann diese Prüfabläufe beschrieben. Wir haben also eben erstmal angefangen in Form eines UML-Diagrammes, dann eben einfach zu sagen, okay, wer spielt da jetzt mit wem zusammen? Haben das Ganze dann übersetzt, ich zeige es Ihnen dann detaillierter, auf Sequenzdiagramme, also Schritt für Schritt, was sind jetzt die einzelnen Abläufe, das ist die Umschaltung in den Testmodus, das ist jetzt das, was ich mir erwarte, das ist das, was ich zur Validierung benutze. Das wird dann sehr schön dargestellt in UML-Diagrammen, ist aber für den gemeinen Schutztechniker nicht so unbedingt die bevorzugte Lektüre. Und auch hat sich gezeigt, dass es dann doch immer noch Verständnisprobleme gibt. Entsprechend haben wir dann eben auch noch eine tabellarische Beschreibung hier erarbeitet, die dann eben wirklich die einzelnen Schritte dann beschreibt. Was wird also jetzt gemacht? Was wird umgeschaltet? Was ist das, was ich mir erwarte? Was gebe ich ein? Und so weiter und so fort. Das ist also das, was wir jetzt hier detailliert miteinander betrieben haben. Und ich würde Ihnen einfach mal so ein Beispiel zeigen. Sie können sich ja dann das Dokument dann danach in Ruhe durchlesen und dann das Ganze mal auf sich wirken lassen. Ich zeige Ihnen hier also wirklich mal so ein Komponentendiagramm einer Distanzschutzprüfung. Wie erwähnt, haben wir das beschrieben mit Prozessbus und ohne Prozessbus, also mit Sample Values und ohne. In dem Fall hier, jetzt sehen Sie es da, wie es jetzt ist. Also Sie sehen jetzt hier ein Schutzgerät im Einsatz, Sie sehen einen B-Controller im Einsatz, Sie sehen ein Gelb. Das Prüfgerät, was eben da entsprechend auch Kommunikation betreibt, weil es eben dann in dem Fall mit Prozessbus auch wirklich Sample Values ausschickt und dann eben auch auf die GUs entsprechend zu reagieren hat. Sie sehen auf der rechten Seite dann auch die Merging Unit, die dann diese Wanderdaten enthält. Und Sie sehen eben die Kommunikationsbeziehungen, die jetzt hier dann dazwischen eben jetzt unterwegs sind. Es wird also dann über MMS, über diesen Report dann miteinander kommuniziert. Ich kriege die Meldungen zur Verfügung gestellt, hat das Gerät angeregt, hat es ausgelöst. Ich mache die Zeitmessungen über die GUs mit und entsprechend kommt das hier dann zusammen in Form eines solchen Diagramms. Sie können sich dann gerne in Ruhe in dem Dokument anschauen.
Wenn wir dann uns mal so dieses Ablaufdiagramm dann anschauen, da sehen Sie, dass dann eben dann das eine Vielzahl von einzelnen Schritten sind, die dann hier eben sind. Wann setze ich was eben jetzt entsprechend in den Testmodus? Sie sehen also hier, wie erwähnt, nochmal die Distanzschutzprüfung, wo also dann auch eben Warndaten zur Verfügung gestellt werden. Sie sehen das gelbe Prüfgerät da eben hier dargestellt auf der linken Seite. Die Merging Unit, in dem Fall, wenn es denn mit vorhanden ist, sendet die Sampled Values aus, könnte aber, wie gesagt, dann eben auch im anderen Beispiel, was auch im Dokument mit drin ist, eine konventionelle Vertratung sein. Und Sie sehen dann in der Mitte das Schutzgerät, bestehend aus den, wie im Bildchen gerade, mit den verschiedenen logischen Knoten, die jetzt hier drin sind, also TDIS für die Distanzschutzstufe, PTAC für die Generalauslösung. Und Sie sehen dann eben weiter unten, wie dann diese Unschaltungen dann erfolgen. Und was wird dann eben jetzt dann eben nach on und was wird im Testmodus dann weiter geschaltet? Ich könnte jetzt also hier dann eben zum Beispiel dann eine ABE-Funktionalität, auch dann auch im anderen Diagramm oder auch eine Reserveschutzfunktionalität dann weiter im Betrieb mitlaufen lassen und würde dann eben hier sehen, was muss jetzt hier dann einzeln geschehen an Schritten während einer solchen Prüfung. Auf der rechten Seite taucht dann eben das Leistungsschaltergerät auf, was dann eben entsprechend die Auslösung, den Trip dann von dem Schutzgerät zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist das, was das Ganze dann eben am Ende dann abschließt. So. Das ist also dieses Ablaufdiagramm, wie wir uns das erarbeitet haben. Wem das eben nicht detailliert genug ist oder wer es dann doch lieber konventionell hat, findet in dem Dokument dann eben entsprechend dann die Beschreibung der Testszenarien tabellarisch. Also wirklich, wie bereits erwähnt, einfach, was ist die Vorbedingung, was ist die einzelne Aktion, die dann durchgeführt werden soll, was wird gemacht, was erwarte ich mir und kann das also hier entsprechend dann nachlesen. Das ist also die Beschreibung, die Sie in dem Dokument jetzt hier sehen. Ich habe sie mal jetzt mal im Groben anhand einer Distanzschutzprüfung gezeigt. Wenn wir mal in das Dokument reinschauen, wie erwähnt, am Ende werden Sie dann einen Link sehen, wo Sie sich das dann runterladen können. Da sehen Sie, dass wir es also nicht nur dabei belassen haben. Wir haben also versucht, uns Anwendungen aus verschiedenen Bereichen rauszupicken. Sie sehen hier einfach mal das Inhaltsverzeichnis des Dokumentes. Über 100 Seiten, also von daher nicht machbar in einer halbstündigen WebEx-Meeting vorzustellen, aber ich denke, Sie haben jetzt schon eine Ahnung gekriegt, wie das Ganze das ausschaut, was da drin ist. Wir haben also in dem Dokument dann Ihnen auch nochmal die Notation erklärt, nachdem wir Rahmenbedingungen wie Edition 2 dort nochmal klar gemacht haben und haben dann eben die beschriebenen exemplarischen Beispiele dann eben uns vorgenommen und haben dann eben uns einmal aus der Schutztechnik Anwendungen rausgepickt. Da taucht eben die Distanzschutzprüfung, die ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, mit auf. Dann eben auch Not-UMZ, also wie funktionieren dann da die Abläufe, wenn dann also entsprechend dann ein Fuse-Failure-Alarm vom Schutzgerät ausgesendet ist oder der Wandlerautomat dann jeweils dann rausgefallen ist und dann diese Umstellung in Not-UMZ erfolgt. Wir haben uns dann den Schalterversager auch nochmal mit vorgenommen, weil das eben auch eine typische Applikation war, wo eben auch ja auch die rückwärtige Verriegelung dann unten dann auch GUS durchaus zum Einsatz kommt in der Praxis. Und wir haben uns dann diese Funktionalitäten dann hier beschrieben gehabt. Also Schalterversagerschutz, rückwärtige Verriegelung, also Sammelschienenschutz für einfache Konstrukte, für einfache Sammelschienen. Dann haben wir eben gesagt, okay, ich werde sicherlich bei dieser Prüfung mir nicht nur eben den Schutz vornehmen, sondern Sie wissen ja, Schutz und Leittechnik wachsen zusammen. Wir haben uns dann eben entsprechend auch Leittechnikfunktionen ausgesucht. Der Standard beschreibt die Leittechnikfunktionen sehr umfangreich. Es gibt also dort für das Control, das erwähnte, die Steuerung vom Leistungsschalter, eine Variante, die da Select Before Operate heißt, SPO. Und wir dann eben auch sagen, okay, das muss getestet werden, klappt das dann auch mit dem 1 als Endcheck und so weiter und so fort. Und das haben wir eben hier auch noch zusammengebracht, wie dann eben auch einfach nochmal Anlagenverriegelung, die ja auch ein wichtiger Bestandteil einer Betriebssetzung ist. Das ist also die Variante, wie wir sie in dem Dokument hier gefunden haben oder wie Sie die dann in dem Dokument finden. Ich würde Ihnen jetzt noch final dann nochmal ganz kurz als Zusammenfassung dann die Anforderungen an die Prüftechnik, die wir eben dann da erkannt haben, halt eben noch gerne präsentieren wollen. Wir haben also gesagt, okay, das Ganze scheint also wirklich sehr komplex zu sein. Ich meine, Sie haben die Bilder jetzt auch gesehen und Sie werden auch ahnen, gut, das macht man nicht mal so schnell zwischendurch und mal so ein bisschen umschalten in den Testmodus und gucken, was passiert. Das sind also komplexe Abläufe, die hier zu handeln sind.
Wir haben viele Möglichkeiten, die es im Standard gibt. Wir haben uns halt versucht, die rauszusuchen, die am besten gepasst haben zu dem Verständnis der Prüfung, die wir gemeinsam entwickelt haben. Und das muss natürlich flexibel, diese Prüflösung sein, weil das eben bei jedem Kunden eben entsprechend dann immer anders sein wird. Was wird genutzt werden? Ist jetzt, werden an Varianten über GUS gemacht, wird es nicht über GUS gemacht und so weiter und so fort. Es gibt also da viele Möglichkeiten. Nun haben wir auch uns ganz am Anfang schon geeinigt, wir greifen hier in bestehende Funktionalitäten ein. Wir wollen also verfügbar eben jetzt entsprechend hier agieren und möchten gegen Fehlbedienungen uns eben entsprechend dann hier sichern. Also nicht, dass einer mal kurz in den Testmodus schaltet und vergisst wieder zurückzuschalten oder mit Test blockt mal einfach dafür sorgt, dass der Leistungsschalter nicht mehr ausgeschaltet wird. Diese ganzen Umschaltungen, die ich Ihnen gezeigt habe, werden also über einen Client erfolgt gemacht, also der Client über die Leittechnik, die eben da entsprechend dann jetzt hier dann zum Einsatz kommt. Nun möchten wir während der Schutzprüfung natürlich dann nicht den, der dort oben sitzt am Leitsystem und sagen, okay, jetzt machen wir die Schaltung, sondern das Ganze soll eingebettet werden. Deswegen war für uns eben auch offensichtlich, okay, dieser Client, der muss also in die Prüftechnik eben entsprechend mit raus einwandern. Das möchte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen. Also der Client, wie erwähnt, ist eben normalerweise eine leittechnische Funktionalität, die dann eben in einem, gibt ja da mehrere Hersteller, eben entsprechend realisiert ist. Als Client spricht dieser Leittechnik mit den Schutzgeräten, die Server dann jeweils sind. Die IEDs, die Sie da im Einsatz sehen, optional können eben hier Merchant Units mit zum Einsatz kommen für Design Bit Values und auch Leistungsschalter-IDs für intelligente Leistungsschalter oder auch einfach in Form eines B-Controllers. Wenn wir jetzt also diesen Client in das Prüfgerät oder in die Prüfsoftware mit einbinden lassen können, dann habe ich eben einfach die Möglichkeit, dass ich eben dieses Mode für den Testmodus jeweils mitsetzen kann und einfach während der Prüfung intelligent schalten kann, das dokumentiere mit, dass das Ganze funktioniert und dann eben entsprechend auch das sicher auch wieder zurückschalte am Ende. Dabei kann ich auch gleich nochmal die Leittechnik-Kommunikation mit durchtesten, die eben auch Bestandteil der Prüfabläufe sind, die wir Ihnen da schon, die Sie an den Diagrammen auch mit gesehen haben. Ja, und wenn das Ganze in die bestehenden Schutzabprüfungsabläufe mit eingebunden werden kann, ist das sicherlich sehr hilfreich und wird dann auch die Akzeptanz der 61.850 mit erhöhen. Dabei hat sich gezeigt, dass das Ganze noch einen netten Seiteneffekt hat. Sie haben dann also Zugriff auf das komplette IEC 61.850 Datenmodell, also jede Art von Anregung, Erdschlussmeldung, Messwert oder was auch immer, stehen dann auf einmal auch mit für die Schutzprüfung zur Verfügung und das gibt dann doch nochmal auch Möglichkeiten, die wir bis dato gar nicht hatten. Perspektivisch kommen dann auch noch solche Varianten wie adaptiver Schutz und so weiter noch mit hinzu. So. Und final möchte ich Ihnen dann gerne nochmal hier so eine Impression einer Implementierung zeigen, wie sowas eben aussehen kann. Sie sehen also hier ein Prüfmodul, was eben genau diese Funktionalitäten dann eben entsprechend realisiert. Sie sehen auf der linken Seite so einen Ablauf mit Setzen, Messen, Fehlereinspeisung und Rückspeisung. In der zweiten Spalte sehen Sie dann eben entsprechend dann, dass da also so eine Umschaltung erfolgt wird. Einstellen auf, Test blockt, wird also einfach mal das Prüfgerät, das Schutzgerät dann eben entsprechend umgeschaltet. In dem Fall mit dem logischen Knoten 0, der da drin ist. Ich setze das also auf diesen Test blockt Mode und vermeide damit, dass eben der Leistungsschalter auslöst und vermeide damit auch, dass Meldungen abgesondert werden, die also mein Leitsystem dann eben, oder dass nicht zusätzliche Meldungen auftauchen. Ich kann mir einen Report mit hier krallen, was ich da eben unten drunter sehe. Und dann sehen Sie eben so einen klassischen Prüfablauf, wo also jetzt hier einfach mal ein Analogsignal eingespeist worden ist und dann eben auf der ganz rechten Seite eben der Report mit den ganzen Anregungen und Auslösungen von den vom Overcurrent-Funktionalität, also vom Überstrom-Zeitschutz in dem Fall dann zur Verfügung stellen. Das Ganze wird dann am Ende eben automatisch bewertet. Sie sehen eben, da ist der Report gekommen, hat der Messwert gestimmt, ist der Testmodus umgeschaltet worden und alles ist eben dann jeweils fertig. Das war also das, was ich Ihnen hier jetzt nochmal so als Beispiel einer Implementierung in einer Prüftechnik mit zeigen wollte. So, Sie haben es geschafft. Ausblick und Fazit. Es ist jetzt also die Arbeit hier beendet an dem Werk. Es war wichtig, dass wir die praktischen Erfahrungen berücksichtigen. Einfach auch, um eben die Akzeptanz der IEC 61850 beim Anwender zu erhöhen. Da hat es ja gerade im deutschsprachigen Raum auch einige nicht nur mutmachende Signale gegeben, aber wir denken damit auch einen guten Beitrag geleistet zu haben und der Trend, der eben die letzten Jahre zu erkennen ist und wie auch die offizielle Empfehlung ist von uns aus dem FNN heraus, dann eben, dass dann eben wirklich auch mit 61.850 gearbeitet werden kann, weil in der Edition 2 diese Lösungen vorhanden sind. Die Prüflösung habe ich Ihnen gezeigt, die Notwendigkeit des Clients haben Sie entsprechend verstanden. Das Testing-Dokument ist jetzt also verfügbar, wie gesagt, auch in die internationale Normung mit eingegangen. Hier finden Sie am Ende dann
den Link auch zum Downloaden, wo Sie das dann eben entsprechend sich dann auch nochmal anschauen können. Gut, also das war's gewesen. Vielen Dank jetzt erstmal auch für Ihr Interesse, für das Zuhören. Ich möchte Ihnen hier auch unbedingt nochmal die ganzen Autoren mit erwähnen, die hier also mit bei dem Dokument beigetragen haben. Auch nochmal vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben und die durch konstruktive Mitarbeit das hier mit vorangetrieben haben. Sie sehen also hier Hersteller, Energieversorger, Prüftechnikhersteller und so weiter und so fort. Also von daher die breite Palette. Vielen Dank an alle. Ja, und jetzt freue ich mich über Fragen zu dem Thema, zu der doch recht umfangreichen Kost. Und ja, stehe jetzt gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, ein ganz recht herzliches großes Dankeschön an Herrn Schossig für dieses wirklich spannende Seminar zum Thema Testing. Ja, und eine Frage ist eingegangen. Und zwar, inwiefern hängt OPC UA mit den IEC 61850 Diensten zusammen, Herr Schossig? Ja, ich hatte es ja anhand des Bildes ja versucht zu beschreiben, dass es eben einfach der Standard eben versucht, das eben jetzt erstmal abstrakt zu beschreiben, diese allgemeinen Dienste, also wie erwähnt, der Report, das Control, und so weiter und so fort, werden also jetzt hier beschrieben, vollkommen unabhängig von einer Implementierung. Und jetzt gibt es dann eben die verschiedenen Varianten, wie das Ganze dann eben auf eine Kommunikationstechnik gebracht wird und wie diese Kommunikationstechnik dann eben auch realisiert wird. Und da gibt es jetzt eben dann eben von verschiedenen Herstellern dann eben Möglichkeiten. Manche machen dann eben auch eben entsprechend eine Portierung dann intern, dass sie eben mit OPC UA dann eben arbeiten. Andere nutzen das nicht. Aber wir haben jetzt eben hier auch in unserem Ablauf eben wirklich versucht, das Ganze eben universell zu beschreiben und dann eben auch auf Basis dieser abstrakten Dienste, die eben auch beschrieben sind, dann eben auch im Standard dann eben hier die Prüfabläufe dann zur Verfügung zu stellen. So, ja, vielen Dank. Die nächste Frage, wieso 61850 statt konventionell 60870-5-103, das 103er-Protokoll? Ja, das ist eine gute Frage und natürlich auch eine Frage, über die wir uns ja über die Jahre bei FNN und beim DKE auch mit beschäftigt haben, weil eben, wie schon leise angedeutet, die Anwenderakzeptanz eben ja teilweise eben auch durch negative Erfahrungen nicht so groß war. Es hat sich eben einfach gezeigt, dass eben mit der IEC 61850 eben viel neue Möglichkeiten hier reingekommen sind, dass eben also nicht nur die Meldung von A nach B übertragen wird, wie eben beim 103er-Protokoll. Und dann gibt es sicherlich auch noch die Erweiterungen für die Kombigeräte, die dann damit drin sind, sondern dass eben auch die Steuerung detailliert beschrieben ist, dass mit der GUS vollkommen neue Möglichkeiten für Schutzmechanismen auch möglich sind, für Schutzschemas und so weiter und so fort. Bis hin eben dazu, was ich jetzt auch schon erwähnt habe, mit adaptivem Schutz, dass also Schutzparameter dynamisch umgeschaltet werden können, was also in Zukunft eben auch im Übertragungsnetz dann eben mehr und mehr zur Anwendung kommt. Alles diese Möglichkeiten haben wir eben mit den konventionellen Übertragungen nicht. Wir können natürlich viel größere Datenmengen dann übertragen mit 100 Megabit und Gigabit als eben mit 9600 und 19200 Baud, wie es eben in den 103er Zeiten gewesen ist. Also einfach viel komplexere Möglichkeiten, die ich habe. Sicherlich auch mit dem Preis, dass der Standard eben so umfangreich ist, aber eben einfach die Möglichkeit eben, hier jetzt wirklich interoperabel und auch zukunftssicher zu arbeiten. Bei der 103er war ja auch das Problem dann eben, wie ist das eben, ist der jetzt halt nur für diese Bootraten beschrieben mit elektrisch und optisch. Was ist, wenn eine neue Kommunikationstechnik kommt, mache ich dann einen neuen Standard raus? Das ist eben mit der 61850 nicht, weil eben immer in diesem Teil 8 dann eben eine neue Kommunikationstechnik dort eben hinten angefügt werden könnte und der eigentliche Standard, das Datenmodell, die Modellierung dann eben Bestand hat auch für die Zukunft und dann nicht eben alles neu gemacht werden muss, wie es eben bei den altherkömmlichen Standards gewesen ist. Vielen Dank für das große Interesse bei allen, die sich jetzt hier eingeschaltet haben und auch brav dabei geblieben sind. Und ja, die Kontaktdaten finden Sie ja vorne in den ersten Slides und freue mich dann eben auch von Ihnen weitere Fragen zu hören und
mit 61850 in eine gute Zukunft zu gehen. Vielen Dank nochmal. Bei Interesse an der Mitarbeit oder einfach, wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie uns gerne ansprechen unter dke-webinare@vde.com, also dke-webinare@vde.com. Und ja, nochmal recht herzlichen Dank an Herrn Schossig und an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und sehen Sie vielleicht wieder auf einem der nächsten Webinare. Vielen Dank.